So, wir wollen heute mal einen Blick werfen auf Videon. Das ist eine Applikation, mit der lassen sich Videofilme aufzeichnen. Und die hat unglaublich viele Funktionen, die wir am besten mal selber uns im Video hier angucken. Das ist die App, die wir quasi im Freundeskreis empfehlen, wenn da gefragt wird, was nehme ich denn am besten, um einen Film aufzuzeichnen von meinen Kindern etc. pp. Und wir haben gedacht, wir springen hier mal durch die zwei Bedienoberflächen, einmal die zur Aufnahme von neuen Clips und einmal die zum Bearbeiten der bereits erstellten, um mal kurz einen Eindruck von dem Funktionsumfang zu geben. Wenn wir uns hier mal auf dem Aufnahmebildschirm widmen, haben wir oben links die Akkuanzeige, wie viel Strom haben wir noch, und daneben die Speicherplatzanzeige, wie viel ist auf der Festplatte des iPhones noch vorhanden. In unserem Fall nicht mehr so viel, wir haben hier gerade zu viele Videos auf dem Gerät. Das soll aber auch nur so ein Indikator sein, der ungefähr anzeigt, wie viel haben wir noch da. Unten links, dieses kleine graue Quadrat, da können wir in die bereits aufgenommenen Videos reinspringen. Das gucken wir uns gleich an. Werfen jetzt aber erstmal einen Blick unten auf die Mitte. Da haben wir zum einen die Möglichkeit, mit diesem kleinen Blitz das Licht anzumachen, also den LED-Blitz des iPhones, um dann auch im Dunkeln zu filmen. Daneben haben wir dann Optionen um Fokus, Weißabgleich und hier ganz vorne die Belichtung zu sperren, dass die sich nicht mehr automatisch ändert, wenn wir von einem dunklen Bereich auf einen helleren ziehen, beziehungsweise von einer Sache, die näher dran steht, auf eine Sache, die weiter weg ist. Man kann die hier einzeln antippen und sagen, man möchte den Autofokus sperren, den Weißabgleich sperren oder auch nicht. Man kann die ganze Sache auch mit den Fingern machen. Wenn ich hier einmal rauf tippe, kriege ich hier zwei kleine Icons angezeigt. Die kann ich selbstständig setzen, hier einmal mir den Fokus festlegen, hier meinetwegen mir den, zack, die Belichtung festlegen. Und dann macht ihr das so, wenn ich das wieder zurückgesetzt haben will, drücke ich einmal doppelt und ich bin wieder in diesem Automatikmodus drin. Unten rechts dieses kleine Rädchen, das ist zum Zoomen. Da kann ich hier, wählen wir uns mal einen Buchstaben aus auf der Tastatur, sitze hier gerade am Rechner dran, da kann ich meinen Finger raufhalten und dann entsprechend, wenn ich den nach rechts ziehe, weiter ranzoomen. Wenn ich den nach links ziehe, ein bisschen weiter weg wieder. Ich kann ja versuchen, mir nochmal einen Fokus ranzuholen. Genau. Und man hat hier einfach einen Finger drauf zu legen, zieht ihn nach links oder rechts unten auf diesem kleinen, ja, sieht aus wie so ein Gummiband mit zwei Metallrändern außen dran und kann da halt zoomen. Rechte Seite ist der Aufnahmebutton, das ist klar. Oben drüber noch der Fotobutton, das heißt, man kann auch während der Aufnahme Fotoaufnahmen machen. Wenn man denkt, oh ja, jetzt springen Sie gerade auf dem Trampolin, aber ich hätte hiervon gern noch ein Foto, lässt sich das während der Aufnahme schießen. Und unten drunter dieses kleine Zahnrad, das ist eigentlich der wichtigste Knopf. Klick, da kommen wir in die Einstellungen rein und können uns unglaublich viele Einstellungen setzen. Wir können ja einmal sagen, mit welcher Kamera aufgenommen werden soll, vorne oder hinten, welche Auflösung. Das ist ganz praktisch. Hier kann man sich dann auch eine kleinere Auflösung wählen, die weniger Platz auf der Festplatte wegnimmt. Festplatte in Anführungszeichen, auf dem Flashspeicher des iPhones natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Bildrate, die können wir auch beeinflussen. Da haben wir jetzt hier sogar die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist ein iPhone 5S, ich möchte mit 120 Frames pro Sekunde aufnehmen. Vielleicht will man da später nochmal einen Zeitlupenfilm drauf machen. Dann wählt man sich hier die 120 Frames aus. Audio, soll eine Audiospur mit aufgenommen werden oder nicht? Mikrofon ist auf Automatik eingestellt. Da können wir auch sagen, welches wir da gerne hätten. Automatik macht die besten Ergebnisse, muss ich sagen. Verarbeitung in Echtzeit, Videostabilisierung, das ist ganz spannend. Könnte man ausprobieren, wenn man das hier umlegt. Versucht ja schon so ein bisschen die Erschütterung, die man immer im Handgelenk drin hat, mit rauszunehmen. Die Videoqualität lässt sich hier noch reduzieren. Auch das wirkt sich dann wieder auf die Dateigröße aus. Schallmesser können wir uns einblenden lassen oder auch nicht. Eine Fokussperre haben wir gerade eben gesehen. Wollen wir das Fadenkreuz haben, soll die Videoaufnahme mit unserer aktuellen Aufenthalts- oder mit der aktuellen Geolocation zusammen gespeichert werden. Die maximale Aufnahmelänge, die können wir uns hier noch reduzieren, wenn wir möchten, und sagen, oh, geh bitte nach 30 Sekunden wieder aus von alleine. Ach, zurück. Aufnahmelänge, hier waren wir. Maximaler Zoom, der lässt sich hier auch noch setzen. Den kann man ein bisschen größer noch machen, beziehungsweise kleiner, damit man, wenn man da seinen Finger rauflegt und automatisch hin und her zoomt, nicht jetzt meinetwegen bis zu sechsfach hochgeht, sondern nur bis zu dreifach. Eine Zoom-Geschwindigkeit, das wirkt sich auch nur darauf aus, ob man, wenn man quasi diesen automatischen Zoom nutzt, wo man dann den Finger drauf liegen lässt, wie schnell soll der zoomen? Und unten haben wir noch Speichern unter. Da können wir uns auswählen, ob die Videos direkt im Fotoarchiv landen sollen oder meinetwegen, also im Fotoarchiv des iPhones oder meinetwegen erstmal nur innerhalb der Videoapplikation und hier dann erstmal weiter bearbeitet werden, ehe wir die dann in der Kamerarolle speichern. Das ist ganz praktisch. Und wir gucken uns mal ganz kurz hier eine klitzekleine Aufnahme an. Ich starte die mal. Wir sehen jetzt oben diesen Record-Button. Wir brauchen hier nicht viel machen.
Wir wollen uns nur mal angucken, wie die ganze Sache am Ende aussieht. Jetzt sieht man hier unten, haben wir den Clip drinne. Wenn ich mir den antippe, dann kommen wir hier in den Bearbeiten-Modus rein. Da würde ich vorschlagen, nehme ich vielleicht noch kurz ein zweites Video auf. Auch das braucht nur 2 Sekunden lang zu sein, kann ein bisschen verwackelt sein, macht nichts. Und wenn man dann hier reinspringt, sieht man die beiden Clips, die man gerade aufgenommen hat. Man sieht, mit welchen Settings die aufgenommen wurden hier. Welche Größe, 1280 Pixel mal 720, kann sich die hier nochmal angucken. Da hört man mich jetzt wahrscheinlich wieder drin sprechen. Und hat dann hier eine ganze Menge Optionen. Nämlich, dass man sagen kann, man möchte meinetwegen aus den beiden Clips, die man gerade eben aufgenommen hat, einen machen, und er soll die dann bitte zusammenschneiden. Oder, ganz interessant, wir können hier die Farben anpassen. Da ist er ganz gut mit dabei, dass er uns hier gleich eine Live-Vorschau anbietet. Wenn ich hier D-Day auswähle, kann ich mir das direkt angucken. Wie wirkt sich die ganze Geschichte auf die Farben aus? Ich kann, wenn ich möchte, hier noch den Kontrast, Belichtung und so weiter anpassen, Sättigung. Das sieht man gleich alles live in der Vorschau, kann es direkt hochziehen bzw. ganz runter machen und sich dann angucken, wie es im Video aussieht. Lebendigkeit, Temperatur, hellster Bildteil, Schatten, Schärfe, Filter. Also man sieht, hier sind unglaublich viele Beeinflussungsmöglichkeiten. Ich springe hier mal wieder zurück. Klick, gucken wir uns noch die Effekte an. Auch hier haben wir dann Flackern. Jetzt müssten wir das Video nochmal starten. Hier sehen wir es. Es erinnert dann so ein bisschen an eine alte Kamera. Und hier gibt es halt Vignette, können wir setzen. Wir können einen Rahmen setzen. Filmkörnung, das machen wir hier mal. Reißen die mal ganz hoch. Jetzt haben wir, glaube ich, Flackern drin und die Filmkörnung. Und man sieht halt, das Video verändert sich live. Wir können hier noch die Geschwindigkeit anpassen, die ganze Sache langsamer machen, da auch den Ton ausmachen, wenn wir wollen, den Rahmen setzen. Und so weiter und so fort. Wenn wir unsere Effekte dann gesetzt haben, lassen die sich am Ende wieder speichern als neues Video. Hier bei dieser kleinen Schere können wir die Clips dann teilen, wenn wir möchten. Wenn uns da, keine Ahnung, 2 Sekunden noch zu viel dran sind, zusammenfügen hatten wir gerade den Hammer und den Schraubenschlüssel hier links oben. Das war der direkte Link zu den Effekten, die man da setzen kann. Und dann haben wir hier oben die Option, die ganze Sache über diesen Aktionsbutton dann zu speichern in den eigenen Videoclips. Wenn uns die Filme nicht gefallen, die wir hier drin haben, können wir den löschen mit einem Klick auf diese kleine Mülltonne und die verschwinden dann direkt aus der Videoapplikation hier raus. Ansonsten, ja, das ist im Großen und Ganzen der gesamte Funktionsumfang und ich denke, es hat vielleicht einen kleinen Eindruck gegeben, wie umfangreich und wie mächtig die Anwendung hier ist. Ist eine großartige Empfehlung und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen.